Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind wieder zurück. Hier in der letzten Folge hatten wir ja den ersten Unterricht gehabt. Mit Ronan, Professor Ronan, haben wir die Zauberkünste so ein bisschen versucht zu meistern. Haben jetzt Accio gelernt oder Accio, Akio. Accio, genau. Diesen Zauber haben wir gelernt, womit wir Sachen zu uns rüberziehen können. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, wir schauen mal, was sie zu sagen hat, die gute Dale. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das ist nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Ja, gut, war wohl nur so ein Hallo. Was ich übrigens auch hier sehr cool finde, man hat auch mit den Leuten von Gryffindor was zu tun. Hier eine von Ravenclaw. Und die von Gryffindor aus der letzten Folge war ziemlich nett. Und das war bei Harry Potter, bei dem Film ja nicht so. Da war man Gryffindor und Draco Malfoy aus Slytherin war halt immer der Böse, sage ich mal in Anführungsstrichen. Genau, und deswegen finde ich das schon sehr cool, dass das hier nicht so ist. Dass man trotzdem mit den anderen gut ist. Nur weil man. Ah, Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Sind in der Region von Hogwarts mit, okay, schwarzer Flagge gekennzeichnet und können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge fällen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Okay, ganz klar, Nebenaufgaben können wir später machen. Ich will jetzt erstmal Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das wollen wir machen. Wir müssen runter. Okay, also so richtig kenne ich mich in Hogwarts noch nicht aus. Ist ziemlich umfangreich und groß hier. Hier einmal Revelio. Revelio. Vielleicht finden wir hier was. Weil bei den Statuen gibt es immer mal wieder Sachen, die man finden kann. So, wir müssen runter auf jeden Fall. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das wird interessant. Da werden wir bestimmt Duelle machen mit anderen Schülern. Das wird wirklich sehr interessant. Können wir hier durch? Boah. Was sage ich überhaupt? Man kann hier überall rein. Und genau das finde ich halt richtig geil umgesetzt, dass man einfach überall in Hogwarts jede Tür öffnen kann. Das ist Ich wirklich sehr sage ja geil. immer, Reisen erweitert den Und die Grafik natürlich tut sein Übriges. Wir müssen weiter runter. Verteidigung gegen die dunklen Künste angehen. Ich bin echt mal gespannt. Oh. Natürlich. Es ist hier Hogwarts, Leute. Hier bewegt sich alles. Also mit der Katze hier habe ich in der letzten Folge auch einiges versucht, aber da geht irgendwie gar nichts. Vielleicht ist das ein Rätsel, was ich noch nicht lösen kann. Weil es gibt sehr viele Rätsel hier. Das kann ich euch schon sagen. Sehr, sehr viele. Eine haben wir schon gelöst in der letzten Folge. Ich sag mal, in den letzten Folgen. Sehr geil. Flohflammen gefunden. Jetzt können wir schnell hier hinreisen. Das ist doch gut. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wollen wir mal schauen, wie das hier jetzt abgehen wird. Stupor! Ist das alles? Umbada! Oh. Nevioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein?
Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay, wir lernen Levioso. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier meistern direkt. Ja. Sehr geil, wir haben es drauf, Leute, so langsam. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Geil. Dieser Zauber gefällt mir. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Aha, erstmal ein Basiszauber, um zu schwächen wahrscheinlich den Gegner. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay, also... Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Sehr gut. Das gelbe Schild durchbrechen. Gut. Nun zum Basiszauber. Ich kann während er schwebt den Basiszauber nutzen. Okay, das ist ja cool. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Okay. Beginnen Sie. Es geht los, Leute. Unser erstes Duell. Das wird ein Kinderspiel. Levioso. Das war Glück. Das hat damit nichts zu tun. Jetzt voll rein. Ich weiß. Du voll. Sehr geil, Leute. Das macht ja richtig Spaß hier. Er hat uns in der Luft jetzt. Ich habe ihn. Wir haben ihn in der Luft. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Das macht echt Spaß mit den Duellen. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Okay, das war's schon. Das mit Verteidigung gegen dunkle Künste. Aha, da ist unser Gegner. Mal gucken, was der zu sagen hat. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ich habe schon oft mit meinem Zauberstab gekämpft. Das war es. Ich habe meinen Zauberstab noch nie im Kampf genutzt. Sagen wir die Wahrheit. Wir haben ja schon mal gegen diese komischen Gegner gekämpft. Können wir mal machen. Komm, wir sagen die Wahrheit. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Oh. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Klingt aufregend. Klingt verdächtig. Schauen wir mal. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet.
Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Okay, dann Leute. Jetzt haben wir wieder eine Nebenaufgabe bekommen. Auftrag abgeschlossen. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Stufe 3 sind wir jetzt. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen uns eine Nebenaufgabe an. Bibliotheken, Bibliotheksanbau, der Anbau der Bibliothek, der Südflügel. Wir können ja mal zum Südflügel. Habe ich jetzt markiert? Nee, scheinbar nicht. Vielleicht haben wir auch da in der Nähe so einen Schnellreisepunkt, aber ich glaube nicht, ne? Boah, ist das geil, dass man überall nach Hogwarts kann. Wird aber auch nicht markiert irgendwie. Gekreuzte Stäbe. Erste Runde. Ich sollte mit Lucian Bradley über den geheimen Duellierclub sprechen. Da gehen wir mal hin zum Duellierclub. Ist zwar verboten, wurde uns gesagt, aber ja, vielleicht können wir ein bisschen XP abgreifen, ne? Nebenaufgaben nehmen wir jetzt mit. Das machen wir als nächstes. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vorankommen. So, ich muss ein bisschen die Karte jetzt im Blick haben, damit ich auch die Richtung hier nicht, also dass ich nicht falsch abbiege. Jetzt bin ich mal gespannt. Duellierclub, das hört sich doch sehr interessant an. Vielleicht können wir die ganze Zeit auch da irgendwie trainieren und leveln. Oh, wir werden bestimmt dafür auch Ärger kriegen. Levioso. Levioso hier auf die Dinger? Nee, das geht nicht, ne? Aha, mit rechter Maustaste kann ich so genau zielen. Ich kann aber nicht alles hier bewegen mit Levioso. Okay. Gut, wäre ja auch ein bisschen krass, wenn man alles hier bewegen könnte. Ne? Schloss auf Stufe 1. Oh! Oh, nicht schon wieder! Ihr Praxiermaul, hat mir der Spaten erlaubt, in dem jeder kann ich das aufbrechen? Solange es bei allen Beatmungen bleibe, könnte man nur brauchen in den Jungen. Levioso. Levioso hilft auch nicht. Nee, wir müssen dann wohl anders gehen. Ich dachte, vielleicht kann man das aufschließen irgendwie. Was ist das denn hier? Also Leute, man muss hier wirklich auf alles aufpassen. Weil das alles irgendwie was Besonderes hier sein kann. Revelio. Revelio, wir haben was gefunden. Karte von Aglesche. Auf dieser Karte ist Aglesche abgebildet. Eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen. Okay. Ziemlich hell, wie ich finde, mit dem Sonnenlicht. Muss man ja mal sagen. Was ist denn hier? Wir haben einen auffälligen Umhang gefunden. Könnt ihr mal gucken. Das rüsten wir dann auch gleich aus. Inventar. Ausrüstung, genau. Auffälligen Umhang. Muss ich das jetzt, meinen originalen Umhang wegpacken? Oh, tatsächlich. Also ich würde es ja den normalen ja geiler finden hier. Traditioneller Schulumhang. Es hat irgendwie was. Aber wir nehmen das hier, weil wir hier mehr Verteidigung haben. Und natürlich 3 Offensive. Deswegen nehmen wir diesen Umhang. Was ich schade finde, ist halt, jetzt sehen wir halt nicht wie ein normaler Schüler mehr aus, ne? Aber ich glaube, man kann wohl irgendwie auch die Sachen moggen. Also, dass die halt so aussehen. Dass man den Aussehen verändern kann, wie man möchte. Oh, die Grafik ist sowas von geil, Leute. Wollen wir mal schauen. Geheimes Duellierclub. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Hier haben wir jetzt Flohflamm freigeschaltet. Sehr gut. Geheimer Duellierclub. Na, da bin ich mal gespannt. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben.
Das höre ich gern. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Cool, da mache ich doch mit. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Natürlich. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Natürlich ist das illegal jetzt, was wir machen, weil wir das nicht machen sollen. Laut der Schulregeln. Das wirst du ganz sicher noch Aber schauen bereuen. Wir mal. Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie das Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung Caps Lock erlaubt es dir Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze Pfeil, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Aha. Okay, das müssen wir mal gucken, wie das macht. Contringo. Oh, oh, oh. Oh, wurden getroffen. Findo. Expulso. Protego. Jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben. Wir haben sie gleich. Oh, wir sind fast tot. Aber sie haben wir jetzt, die Stufe 3. Okay, das wird jetzt knapp, Leute. Wir haben nicht mehr viel Leben. Sehr geil. Stupor, wir haben ihn geblockt. Sieg. Sieg für Slytherin. Beide Slytherins haben gewonnen. Oh, wir sind fast tot hier. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, bist du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Die gekreuzten Stäbe. Ich hoffe, du kommst wieder. Gut, Leute. Also Spaß machen die Duelle auf jeden Fall. Erfahrungspunkte haben wir jetzt auch wieder bekommen. Und so leveln wir. Oh, hier ist was. Revelio. Oh, was ist das? Man wird hier so abgelenkt von der Hauptstory, ne? Weil es so viel zu tun gibt. So viele geheimnisvolle Sachen. Kann ich das mit Levioso? Ah, ne, genau das wollte ich. Aha. Revelio. Ich musste das aus seiner Hand reißen mit Levioso. Also das heißt, nur Revelio bringt jetzt auch nicht mehr immer alles. Man muss zwischendurch auch... Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Mit dem Levioso-Zauber die Sachen lösen. Aha, kann ich diesen... Kann ich nicht auflösen. Vielleicht muss ich da noch einen Zauber lernen, um die Schlösser nachher aufzubrechen. Ja, Jungs. Ich weiß, es ist illegal hier zu zaubern, aber es macht einfach Spaß, Leute, diese Duelle. Mega Powertrank, sehr geil. Was ist denn hier? Revelio. Okay, ich sehe hier nichts, aber jetzt sind wohl Kisten drin. Hier irgendwie müssen wir das nachher mal aufmachen, wenn das geht. Aha, vielleicht kann ich die Kiste hier rüber tun. Geht das? Wenn ich da jetzt richtig raufziele, kann man die Kiste dann bewegen vielleicht? Scheint nicht so gewollt zu sein. Okay, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier Sachen beschädigt. Leute, ich würde sonst erstmal sagen, wir machen hier erst einmal Feierabend. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr geil. Macht wirklich großen Spaß. Aber die Folge ist schon wieder lang genug. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann auch genau hier weiter. Danke fürs Zuschauen und gerne ein Abo und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.